So, hallo und herzlich willkommen vor der weißen Wand zu einem Dankeschön-Video. Jetzt habe ich so lange keine Dankeschön-Videos mehr gemacht, dass ich mal wieder erklären muss, was das eigentlich ist. Da geht es nicht darum, dass ich meinen tapferen Zuschauern fürs tapfere Zuschauen danken möchte, das sowieso immer sei gedankt, sondern da geht es darum, traditionell mich zu bedanken, wenn ich was geschenkt bekommen habe. Also was Materielles in Form von in einer Kiste zu mir per Post. Ja? Und darum geht es im Grunde. Und da hatte ich irgendwann vor vielen Jahren, so viele ist relativ, für den Wald sind es nicht viele, für mich schon, 5 oder 6 geht das jetzt schon so, ging das mal los, dass jemand auf die Idee kam, mir was zu schicken und dann kamen noch weitere nach. Und ja, seitdem videofiziere ich eigentlich das, was ich bekomme und bedanke mich auf dem Wege dann hoffentlich herzlich genug dafür. Das möchte ich jetzt hier also auch wieder tun. Das heißt, Sinn und Zweck der Veranstaltung ist nicht so sehr, dass ich euch irgendein tolles, besonders aufwendiges, nicht, dass die besonders aufwendig wären, auch manchmal schon, Video liefern wollen würde und mir ist auch relativ schnurz, ob das von irgendwem anders angeguckt wird, außer von denen, die erwarten, hier jetzt aufzutauchen, also in Form von dem, was sie mir geschenkt haben. Ja, also das ist wirklich primär für die gedacht. Wer es trotzdem anderweitig noch guckt, der darf das selbstverständlich gerne tun und dann ist es aber wirklich nur bestenfalls leichte Unterhaltung, ein bisschen was zum Berieseln lassen. Also ich werde hier wahrscheinlich nicht allzu viel Sinnvolles erzählen. Gut, ne? Nur dass wir das nochmal geklärt haben und ja, das ist so der tiefere Sinn dahinter. Gut, wir fangen an mit Päckchen Nummer 1. Päckchen Nummer 1 beinhaltet ein Satz, beziehungsweise zwei davon, das zweite hat schon Frau, Mini-Küchenzubehör, das sinnvollerweise eben im Outdoor-Bereich deswegen eingesetzt werden kann, weil wenn es klein ist, ist es logischerweise auch leicht und daher kann man es ganz gut durch die Landschaft schleppen. Also wenn ein bisschen ambitioniertere Kochvorhaben geplant sind und man ein bisschen was Größeres vorhat, was Größeres im Sinne von was Aufwendiges, nicht unbedingt was Größeres im Sinne von riesigen Mengen, braucht man sowieso selten und gerade für eine Person ist das Zeug hier jeweils groß genug. Ne? Also zum Beispiel dieses Ding hier, also ich weiß nicht, ob es dafür gedacht ist, aber ich verwende das zumindest zum Nudeln aus dem Topf holen, das funktioniert ganz wunderbar. Dann kann hier durch das Loch in der Mitte das Wasser ablaufen und man schöpft sich seine Nudeln, man muss nicht immer riskieren, dass man beim Ausgießen des Nudelwassers seine Nudeln überall auf dem Waldboden verteilt. Schon viel zu oft vorgekommen. Also da ist das sehr hilfreich. Dann habe ich einen kleinen Pfannenwender, ebenfalls sehr hilfreich. Kann man natürlich auch als Kochlöffel verwenden. Da kann man dann flexibel sein. Das haben wir hier noch so eine Art Grillzange. Die ist natürlich immer gut, wenn man tatsächlich mal was grillt, was ja auch durchaus hin und wieder mal vorkommt. Und eine kleine Schöpfkelle oder wie man die nennen muss. Gut, die verwende ich jetzt nicht so oft, macht aber nichts, bin trotzdem froh, dass ich sie habe. Und beziehungsweise das andere Set wird, wie gesagt, ist bisher mehr im Einsatz. Das hier ist noch weitgehend jungfräulich und ein ja, im Prinzip ein Schneebesen, wie auch immer man das Gerät hier offiziell eigentlich nennt, aber auch super praktisch für alle Formen von Soßen, wenn man dann doch auch mal ein Süßchen macht oder auch für irgendwelche Suppen oder fürs korrekte Einrühren von Fertigkartoffelbrei. Fertigkartoffelbrei ist so ein Standard-Outdoor-Essen, was ich zum Beispiel relativ häufig konsumiere und dann möchte ich trotzdem, dass der nach Möglichkeit gut verrührt ist und dann bietet sich so ein Teil hier entsprechend an. Ja, also das ist ganz, ganz großartig. Dann nochmal also vielen herzlichen Dank dafür. Kann ich außerordentlich viel mit anfangen und nochmal, wir haben es zweimal, zweites ist bereits im Ansatz, Einsatz. So, dann war in dem entsprechenden Päckchen ebenfalls enthalten ein Haufen Esshärchen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit denen anstelle. Da das so viele sind, bin ich am Überlegen, ob ich die irgendwie auch für meine waldpädagogische Tätigkeit, was Kinder angeht, für irgendwas brauchen kann. Mir ist noch nicht ganz was eingefallen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht nochmal nützlich sein könnte. Ja, das sind Gefühle. Ja, immer so eine trügerische Sache. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls mindestens zum Aufhängen von Zeugs im Zelt, dann zum Zeugs im größeren, stationäreren Tab, das auch mal in ein paar Tage hängt, kann ich die auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Ich habe sowas auch bisher noch überhaupt nicht und ich denke auch nochmal drüber nach, was ich da sonst noch mit anstellen kann. Leider hatte ich jetzt, das ist ja alles schon lange da,
bin ja lange überfällig, das Dankeschön-Video. Ich bin einfach in letzter Zeit überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwelche großartigen neuen Sachen in Angriff zu nehmen. Habe das alte Zeugs aufgeschafft, habe vor allen Dingen jede Menge Führungen gehabt dieses Jahr. Das ist toll, das freut mich auch sehr. Aber dadurch bin ich einfach jetzt ein bisschen im Hintertreffen, beziehungsweise werde den Winter effizient nutzen, um dann solche neue Projekte auszuarbeiten und aufzuarbeiten sozusagen, was jetzt einfach über die Sommermonate liegen geblieben ist. So, dann ist da noch dabei 50 Ölofen-Schnellanzünder. Da hatte ich mal vor langer, langer Zeit unter der Rubrik Ben war Baumarkt auch mal ein Video zugemacht. Die sind mir inzwischen auch ausgegangen, daher herzlichen Dank. Das ist im Grunde, das kann man hier vielleicht sehen, ein Streichholzköpfchen. Und im Inneren dieses Papierchen steckt auch tatsächlich stinknormal ein Streichholz. Nur, dass man halt eben dieses Papierchen hier noch drumherum gepackt hat. Und das ist in Wachs getränkt, ein Wachspapier. Und das brennt außerordentlich gut. Und man kann damit einen Ölofen anzünden oder natürlich auch ein Lagerfeuer, einen Outdoor-Kocher oder sonst was. Also hiervon ein paar dabei zu haben mit einer Reibefläche in zum Beispiel einem Survival-Kit ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Man kann die auch halbieren, wenn die einem zu groß sind, dann funktionieren sie immer noch, dann brennen sie halt nicht mehr ganz so lange. Da ich gerade nichts habe, wo ich jetzt brennbare Dinge unterbringen könnte und hier im Inneren auch nicht so viel mit Feuer rumhantieren soll, und es ist tatsächlich vielleicht sinnvoll, es nicht zu tun. Also ich kann nachvollziehen, dass ich das nicht soll. Würde ich es auf große Rumzünsel-Experimente verzichten wollen. Auch wenn bei dem weiteren Zeug, was noch kommt, einiges dabei ist, mit dem man theoretisch rumzünseln könnte. Aber ja, nee, aus Sicherheitsgründen lasse ich das jetzt lieber sein. Vielleicht mache ich dann irgendwann nochmal im Rahmen des Adventskalenders vielleicht nochmal ein bisschen, wir zünden nochmal Zeugs an. Also irgendeine Folge Adventskalender mit Zeugs anzünden muss ich ja im Grunde eigentlich schon allein aus Traditionsgründen machen. Jo, dann ist hier noch dabei so eine interessante alternative Zahnpasta, habe ich noch nie was von gehört. Iona Stomaticum, medizinische Zahncreme, medizinisches Zahncreme, Konzentrat. Der Knackpunkt ist Konzentrat, weil, wenn man jetzt hier auf der Rückseite nachliest, dann stellt man fest, medizinisches Zahncreme, bla 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 bla. Ach nee, halt, auf der Seite steht es, bitte sparsam verwenden. Eine linsengroße Menge genügt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig und habe ich noch nicht ausprobiert, aber wäre da eine gängige Alternative zu den üblichen sonstigen Möglichkeiten, möglichst gewichtssparend auf Tour Putzutensilien dabei zu haben, zum Beispiel die Zahnputztablette, die gibt es ja auch, die ist geschmacklich etwas gewöhnungsbedürftig, aber halt eine sehr, sehr leichte Lösung und biologisch abbaubar. Das sollte hier eigentlich auch der Fall sein. Moment, wo steht es drauf? Was ist da drin? Aqua, also mal wieder Wasser, Calciumcarbonat, das ist biologisch abbaubar, Glycerin, Sodiumbicarbonate, Sodiumlauhylsulfate, da kann ich immer nichts mit anfangen. Das ist immer das Problem, diese Zutatenlisten von solchen, ich sag mal in Anführungszeichen, Kosmetikprodukten, Hygieneprodukten oder ähnlichem, sind in so einer komischen Sprechweise formuliert, die halt die... Wir bauen Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, Industrie zu eigen ist. Das heißt, die schreiben da nicht etwa eine chemische Formel drauf oder den korrekten chemischen Namen der jeweiligen Substanzen, damit könnte ich ja noch was anfangen, sondern eben diese mitunter etwas eigenartigen Namen. Flower Oil, ja, was das sein soll, kann man sich vorstellen. Viridis Leaf Oil. Viridis. Davon habe ich doch schon mal was. Das ist irgendein Pflanzenname. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Umgekehrt ist immer leichter, wenn man den Deutschen hat und dann der Lateinische einem dazu einfallen muss. Viridis. Es gibt mehrere Pflanzen, die ein Viridis im Namen haben, meine ich. Es ist kein Gattungsname, es ist ein Artname. Glaube ich. Ach Mann, fällt mir jetzt nicht ein. Egal. Jedenfalls, das ist hier auch drin. Werde ich ausprobieren. Da gibt es noch einen Beipackzettel dazu. Klingt also richtig medizinisch. Und das ist es im Grunde auch schon gewesen. In dem Paket. Ich habe ja noch mehr. Also, vielen, vielen herzlichen Dank für das Päckchen. Da hatte ich sehr Spaß mit und habe mich sehr drüber gefreut. Falls noch was anderes drin war, das essbar war, dann ist es schon lange weg. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Oh, was ich noch vergessen habe, genau, was noch drin war, waren zweimal Rebschnur.
Hatte ich die jetzt schon erwähnt oder hatte ich die noch nicht erwähnt? Das weiß ich nicht. Die liegt ja auf dem falschen Haufen. Aber jedenfalls zweimal Rebschnur, Maurerschnur kann ich auch sehr, sehr gut gebrauchen. Ich bin gerade dabei, meine Schnursäckchen, die zum Tarpaufbau eigentlich immer da mitzunehmen sind. Man wählt irgendein Tarp, man wählt irgendein Schnursäckchen, man kann ein Tarp erfolgreich aufbauen. Heringe sind in den Schnursäckchen auch jeweils noch mit drin. Also Zubehörsack auf gut Deutsch. Und da bin ich zum Teil am Austauschen die bisherigen verwendeten dicken Parakörter. Die sind zwar an der Haptik nach wie vor schön, man kann also mit so einem relativ dicken Seil recht gut arbeiten, man kann schön Knoten damit machen, das hebt auch alles gut, aber ich würde halt gerne manchmal ein bisschen was Leichteres mitnehmen, ein bisschen kompaktere Schnur, die trotzdem ausreicht, um einen Tarp abzuspannen. Wenn die Winde so stark sind, dass Maurerschnur reißt, ja, dann hast du definitiv andere Probleme als die Tatsache, dass dir die Maurerschnur gerissen ist. Insbesondere, wenn du dich im Wald befindest. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Tarpübernachtung mache ich ja meist weitgehend im Walde. Und wenn da Winde herrschen, die einen Tarp verreißen, dann fallen auch Bäume um. Und dann sollte man einfach nicht im Walde sein. Das heißt, ein Tarp zu haben, das solche Winde übersteht, ist schön und gut, aber das bringt dir nicht viel, wenn dir ein Baum oben drauf kracht. Das heißt, das ist dann spätestens ein Grund, den Wald zu verlassen und das Tarp auf die Wiese zu stellen, wo man dann wiederum tatsächlich eine Schnur bräuchte, mit der das Ganze länger hält. Oder alternativ einfach nach Hause zu gehen, sich sonst wo in Sicherheit zu bringen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber da, jedenfalls bin ich kein Fan von sturmsicheren Ultratarps, die völlig unzerstörbar sind, weil was soll ich mit denen, wo soll ich mit denen übernachten, wo solches Wetter aufkommen könnte, wo ich nicht alternativ ein Zelt verwenden kann. Ja? Weil wenn ich im baumfreien Gebiet unterwegs bin, dann ist das meistens in Ländern, in denen man ja wild zelten darf. Und dann ist auch ein Tarp nicht notwendig, wenn man ein Zelt verwenden darf. Der Grund, ein Tarp zu verwenden, ist für mich ja tatsächlich größtenteils juristischer Natur. Tarp erlaubt, Zelt nicht in Deutschland. Ganz, ganz grob. Ne? Ihr könnt euch die entsprechenden juristischen Videos ja angucken, wenn euch das näher interessiert. Gut, ja, also so viel dazu. Dann gab es nochmal eine Lieferung Neues aus der Kocher Selbstbau-Fraktionsecke. Und zwar sehr, sehr raffiniert, ich fange jetzt einfach mal an, diverse Eigenbau-Kochutensilien. Das hier ist gleichzeitig ein Topfständer und ein Windschutz. Bestehend im Inneren aus einem Gitterchen. Ich glaube, so kann man das einigermaßen sehen, dass hier so ein Gitterchen verbaut ist. Und eben aber Teile des Gitterchens rausgeschnitten, dafür haben Alufolie ergänzt. Was soll das? Wozu ist das besser als ein reguläres Gitterchen? Gitterchen würde auch funktionieren, aber ein Vorteil dadurch, dass das jetzt hier eben so ist, wie es ist. Ja, wo habe ich es denn? Ich glaube, der da gewesen ist, wenn man jetzt so einen kleinen selbstgebauten Kocher, zeige ich gleich, hat, ja, und möchte mit dem kochen, dann kann man jetzt hier nicht einfach einen Topf draufstellen, dann geht der einfach wieder auf, kriegt da zu wenig Sauerstoff. Deswegen braucht man nach wie vor noch einen Topfständer. Und da konnte man früher eben so ein Gitter verwenden, zum Beispiel aus Hasendraht. Wer Hasendraht kennt, kann sich jeder selber machen. So, der Witz ist jetzt, jetzt stellt man das beides ineinander. Jetzt kann man hier quasi sein Töpfchen draufstellen. Hier unten kommt noch genug Luft an den Kocher. Und dadurch, dass das jetzt hier eben nicht durchlässig ist, als Draht, der luftdurchlässig ist und so weiter und so fort, hat man hier automatisch schon einen gewissen Windschutz. Wenn einem der Wind jetzt hier also da dran pusten würde, dann pustet es einem nicht ständig in die Flamme, stört also den Flamme-an-Topf-Brenneffekt nicht. Gleichzeitig wird natürlich der Topf ein bisschen gekühlt durch den Wind, weil der Topf bzw. die Tasse ja weiter in der Luft steht, im Windzug steht. Aber nichtsdestotrotz, das Hauptproblem ist tatsächlich bei Wind, beim Kochen, immer, dass einem die Flamme unterm Topf weggepustet wird, bevor die Hitze überhaupt den Topf erreicht bzw. den Topf heiß machen kann. Ja? Also da ist das also eine super Idee, dass man so einen Drahtwindschutz jetzt auch Topfstand gleichzeitig auch noch mit Windschutz hat. Das habe ich so in der Selbstbaufraktion noch nicht gesehen. Also vielen herzlichen Dank. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Auch da muss ich sagen, ich habe das alles schon wirklich ziemlich lange, aber ich bin nicht dazu gekommen, das bisher schon zu verwenden. Vielleicht auch das wirklich eine schöne Gelegenheit für einen Adventskalender selbstverständlich, um da noch ein bisschen rumzuzünseln und so weiter. Dazu gehöre ich so ein Brenner aus einer Haarspray-Dose. Ich habe da auch noch jeweils Kärtchen zu mit technischen Daten.
Zum Beispiel dieser Windschutz hier aus Alufolie mit praktischem Beutelchen. Ich will ihn gar nicht aufhalten, weil ich habe Angst, dass ich ihn nicht mehr zusammenbekomme. Das ist im Grunde einfach eine große Alufolie, die einfach ein bisschen dicker ist, aus dickerer Alufolie. Etwas stabiler, sicherlich ganz, ganz oft verwendbar, bevor die mal kaputt geht. 92 x 29 cm, also wirklich richtig groß. Da kann man die ganze Kochstelle quasi mit windgeschützt verkleiden und wiegt trotzdem nur 41 Gramm. Also das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Freue ich mich auch sehr drüber. Dann eben zu diesem kleinen Brenner. Das ist der da. 21 Gramm schwer. Wie gesagt, aus Haarspray-Dose hergestellt. Fast 25 bis 30 Milliliter Spiritus. Und man kann theoretisch noch ein bisschen mehr reinkippen, aber das ist so die empfohlene Füllmenge laut Kärtchen und soll 450 Milliliter Wasser mit Drahtgitter innerhalb von 4 Minuten 30 zum 3 Minuten 50 zum Kochen bringen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, da kann man auf jeden definitiv mitarbeiten und kommt in meine Sammlung. Ja? Also ich muss sagen, gerade so aus solchen Haarspray-Dosen, das wirkt sehr, sehr robust, das kannst du auch nicht kaputt drücken. Man kennt ja diese kleinen Köcherchen aus der Bierdose natürlich bei den meisten von uns, bei mir wäre es eher eine Cola-Dose. Und die wirken für meinen Geschmack immer ein bisschen zu fragil. So eine Cola-Dose, man weiß ja, die kann man relativ schnell zerquetschen. Das hier ist schon deutlich, deutlich robuster von der Materialstärke her und ich müsste mir schon große Mühe geben oder drauftreten oder das Ding einfach super bescheuert in den Rucksack quetschen, um das kaputt zu bekommen. Daher, also definitiv sehr, sehr cool. Dann gibt es noch hier diesen ganz interessante Konstruktion. Einen Ölbrenner aus Konservendose. Der besteht aus mehreren Teilen. Das ist einmal hier die eigentliche Brennerdose. In der Brennerdose locker zu bewegen, befindet sich ein Dochthalter. Da steckt man ein Taschentuch oder ähnliches rein. Hier die Unterseite, damit unten einzusetzen. Hier die Oberseite, da guckt dann ein Taschentuch oder ähnliches raus. Packt man in die Mitte und füllt das Ganze eben mit 100 Milliliter Öl, glaube ich. Das ist so die empfohlene Menge. Und dadurch, dass man dann den Docht anzündet, brennt das dann relativ gut. Also es funktioniert mit jedem beliebigen Haushaltsöl, sollte es zumindest. Jedes normale beliebige Haushaltsöl sollte nämlich in Kombination mit einem Docht durchaus brennbar sein. Ja, Fette sind grundsätzlich brennbar, Kohlenwasserstoffverbindungen eh immer. Und da zählen Fette auch dazu. Ansonsten ist das hier einfach eine eine reduzierte Dose, Konservendose. Und dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Nur, jetzt, damit man damit was anderes als nur einfach ein Flämmchen zum schönen Angucken erzeugt, gibt es hier noch diesen Aufsatz, der auch wieder aus Konservendose besteht. Und den kann man jetzt hier drauf bauen und bekommt auf diesem Wege jetzt zwei Möglichkeiten, hier einen Topf drauf zu stellen. Entweder man stellt einen großen Topf einfach hier oben drauf, dann ist hier noch die Luftzufuhr gegeben. Das sollte eigentlich reichen, dass das nicht gleich ausgeht. Und hat man einen kleineren Topf, ich habe hier schon, die sind abnehmbar, so kleine Topfhalter reingesteckt. Und mit denen, dass die nach innen gehen, kann man jetzt hier innen rein zum Beispiel eine Tasse oder ähnliches reinstellen und dann steht die auch sicher und wir haben trotzdem weiterhin einen gewissen Windschutz, wenn jetzt der Wind von hier boostet, Tasse steht also halb versenkt auch drin, dann ist das eine prima Angelegenheit und die Flamme wird nicht verweht und erreicht direkt die Tasse. Auch ganz, ganz toll konstruiert. Ich kann sowas aufgrund von zwei linken Händen in der Qualität definitiv nicht selber machen. Bin ich ganz gespannt, werde ich auch mal ausprobieren. So, außerdem ist hier noch so ein weiterer Kocher, der auch aus gleiche Machart wie die andere, nur hat der hier außen jetzt Flammenlöcher, wo die Flammen hier außen rauskommen. Auch da bin ich noch nicht zum Ausprobieren gekommen, könnte mir aber vorstellen, dass das sehr praktisch sein könnte, weil dann kann man nämlich das einfach hier direkt auf die Dose draufstellen, was man heiß machen möchte und Sauerstoff bzw. Flammenzufuhr passiert über ja, die Löchlein hier außen, im Idealfall. Davon gehe ich jedenfalls aus, müsste ich jetzt auch noch, wie gesagt, testen. Und ich glaube, doch nicht. Hier gibt es noch einen kleinen, der auch Außenlöcher hat.
könnt ihr hier, glaube ich, erkennen. Und auch da sollten dann außen die Flammen herausschlagen. Und damit allerdings trotzdem, wenn man hier jetzt direkt oben drauf was stellt, das nicht zu einer Verminderung der Luftzufuhr führt, gibt es dazu noch ein Topfkreuz. Keine Ahnung, woraus das jetzt hergestellt ist, auch irgendeinem dünnen Blech, ganz auch auseinandernehmbar, das hier lustigerweise genau reinpasst. Und damit kriegt man dann auch den nötigen Abstand, um dann auch die Sauerstoffzufuhr sicherzustellen. Spaßeshalber muss ich mal gucken, ob das Topfkreuz, ja, da passt es nicht ganz rein, beziehungsweise doch, es passt ganz rein und verschwindet dann. Ja, also, so viel dazu. Sehr, sehr cool. Also nochmal, ich freue mich aufs Ausprobieren, werde ich auf jeden Fall machen, sobald wieder ein bisschen Ruhe bei mir eingekehrt ist und für solche Späße dann auch wieder Muße vorhanden ist. Ich habe ganz lange nichts angezündet. Das letzte Mal war mit Kindern im Wald, so als Motivator, wenn sie sich gut benehmen, dass man dann am Schluss noch ein ganz kleines Feuerchen, also auf gut Deutsch einfach mal einen Hobokocher kurz anfeuern, ein bisschen Flammen rausschlagen lassen, ausgehen lassen, gut ist. Man hat ja keine Zeit, die müssen ja immer schnell wieder weg, die Kinder. Aber das war das letzte Mal, dass ich ein Feuerchen gemacht habe. Und das war im Grunde wirklich nur kurz zum Zeigen, dass ich es kann. Und damit sie mal sehen, wie man mit Feierstil und natürlich den ganzen Pipapo und so weiter, Birkenrinde selbstverständlich. Ja, also so basic, absolute basic Bushcraft-Geschichten oder Pfadfinder-Daseinsgeschichten oder sucht euch was aus, wie ihr das nennen wollt. Aber eigentlich im Grunde nichts Besonderes. Ansonsten ist es richtig lange her, dass ich mal wieder ein Feuerchen gemacht habe. Muss ich dringend mal wieder. Muss über Zeit. So, und dann habe ich hier jetzt einen dicken, schweren Karton. Das ist auch der letzte und dann hoffe ich auch nichts vergessen zu haben mit Briefchen, das darauf hinweist, ob ich nicht vielleicht doch mal ein Unboxing-Video machen möchte, weil ich im Rahmen meiner Dankeschön-Videos hin und wieder mal sage, ich schaffe leider nie ein richtiges Unboxing oder Entschachteln, zu Deutsch. Weil ich zu neugierig bin. Wenn das ankommt, will ich nicht erst die Kamera anschmeißen, sondern will gleich wissen, was drin ist. Und ich habe mir jetzt diesmal vorgenommen, nachdem ich das gelesen hatte, ich gucke nur so oberflächlich rein. Ja, und habe oberflächlich reingeguckt, aber werde vielleicht doch vom einen oder anderen Inhalt noch ein bisschen überrascht sein. Aber da ich den Brief auch schon gelesen habe, weiß ich auch teilweise, was auf mich zukommt. Betonung auf teilweise. So, Polster, das Briefchen, noch mehr Polster und ein Täschlein. Und in diesem Täschlein befindet sich einmal, das hatte ich jetzt gelesen, darum weiß ich das, ein Einwegponcho, hier sowas da. Ja, mit freundlichen, fröhlichen Leuten im Regen. Hatte ich mal ganz... Irgendwann hatte ich mal einen für irgend so ein Konzert einer ziemlich lange existierenden Band, die was mit Hosen zu tun hat, die nicht mehr ganz am Leben sind. Aber da musste ich mit. Ich bin eigentlich, ich höre die ganz gerne, würde mich jetzt aber nicht als ausgesprochenen Fan bezeichnen, aber sozialen Verpflichtungen musste ich damit. Und da hat es dann jedenfalls geregnet und da hatten dann alle Nasen hatten sowas dabei und ich hatte sowas auch dabei und habe festgestellt, ja, das funktioniert erstaunlich gut. Klar, man steht irgendwann im eigenen Saft, das hängt natürlich von der jeweiligen Bewegungsaktivität ab und es gibt schon länger im Outdoor-Bereich, wo habe ich es denn? Vielleicht habe ich es auch beim Proberäumen aus Versehen verloren. Ah ne, hier hinten ist es. Hier hinten ist es. Da gibt es schon länger den Outdoor-Trick, der in der Szene inzwischen ganz gut bekannt ist. Ich würde den trotzdem auch mal irgendwann so vervideofizieren für die Leute, die ihn tatsächlich noch nicht kennen. Ein Einwegponcho, der quasi nichts wiegt, plus ein Teelicht oder eine andere Kerze oder ein Ölbrenner oder sucht euch was aus. Oder ein bisschen Birkenrinde etc. pp. Eine kleine Flamme auf gut Deutsch und ein paar Streichhölzer oder irgendwas anderes zum Feuer machen. Und man zieht dieses Teil über, hockt sich irgendwo hin, stellt sich unten rein das Teelichtchen zwischen die Beine und hat dann quasi
quasi seine eigene Heizung, die ergänzend zur eigenen Körperwärme einen richtig dicken, fetten Energiestau in diesen Poncho auslöst, was zu erstaunlich warmen Temperaturen führen kann. Und Wind ist egal, weil man ist damit ja hermetisch abgeriegelt. Klar, Feuchtigkeit kann auch keine entweichen, außer übers Halsloch, außer über ja, oben raus. Aber ja, ich wollte das immer mal ausprobieren. Ich weiß, dass das geht. Ich weiß, dass alle Leute relativ begeistert, die das ausprobiert haben, relativ begeistert davon sind, wie schnell man damit doch einigermaßen warme Temperaturen zustande bekommt. Aber ich würde es auf jeden Fall auch nochmal selber ausprobieren. Und das wäre auch ein schönes Thema für den Adventskalender. Ne? Es ist jetzt strategisch unklug, dass ich Dinge, die im Adventskalender möglicherweise kommen, schon verrate. Aber es ist ja nur möglicherweise. Gut, also vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Videoidee. Und ganz toller Survival-Tipp erstmal und für mich dann auch eine schöne Video-Idee, dass ich das dann nochmal verwurschteln kann. So, dann haben wir hier, das hatte ich auch schon oberflächlich gesehen, so ein interessantes Multitool. In der allseits beliebten, unaufbekommbaren Verpackung, wer kennt sie nicht? Ja, doch. Ich krieg's hin. Und ja, also verehrter Schenken, da du nimmst mir bestimmt nicht übel, wenn ich jetzt daran zweifle, dass dieses Teil eine herausragende Qualität haben wird. Und ich gehe mal davon aus, der Sinn und Zweck der Veranstaltung ist, dass das Spielzeug ist und ich damit ein bisschen Spaß haben darf. Weil dafür würde ich es verwenden wollen und da würde ich den Verwendungszweck sehen und ich hoffe, das ist in Ordnung. Weil das... das sind ja diese einfachen Baumarkt-Multitools in Anführungszeichen. Super, werde ich Spaß mit haben, keine Frage. Ja, aber das ultimative Survival-Tool ist es selten, was aus solchen Sammlungen stammt. Ne? Aber gut, was kann das? Das kann, also zunächst mal, wir haben die Klinge ja schon gesehen, hat eine Klinge, die arretiert. Ja, die arretiert, die hat einen Liner-Lock. Oh, das macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Ist auf jeden Fall sicher genug, um damit zu schnitzen. Dann haben wir einen partiellen Wellenschliff. Bin ich jetzt kein so großer Fan von, insbesondere nicht, wenn der unten am Messer sitzt. Das hat Victorinox ja mit ihren Messern, die einen Wellenschliff haben, besser gelöst. Da sitzt hier der Wellenschliff und da unten die glatte Klinge, weil da unten wäre der Bereich, mit dem man schnitzt und schneidet. Und hier oben kann man den Wellenschliff dann wirklich brauchen, wenn man kurz ein Seil abschneiden möchte oder eine Pflanze abschneiden möchte. Ein Zweig und so weiter. Ja? Oder wirklich versucht irgendwas zu schneiden. Daher ist das eher, meiner Meinung nach, eher die schlechtere Lösung, aber das macht ja nichts, ist ja zum Spaß haben. Wie gesagt, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, dass ich mich damit einfach mal ein bisschen verlustiere. Ist irgendwo zwischen, das macht aber auch überhaupt nichts, zwischen stumpf und so ein bisschen schneidend. Also für weiche Hölzer sollte es gerade noch so reichen, dass das dann einigermaßen geht. Aber da müsste man auf jeden Fall nochmal nachschleifen. Das wird auch kein besonders doller Stahl sein, davon abgesehen. Ja, aber das macht ja, wie gesagt, nichts. Ist als Spielsache gedacht. Okay, also das ist im Grunde auch schon die Klinge gewesen, brüniert. Ne? Und damit das Ganze etwas taktischer aussieht, kann man damit einen Firesteel anreißen? Wahrscheinlich schon. Hat scharfe Kanten, das sollte funktionieren. So, dann haben wir hier, das finde ich relativ cool, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es wird hier langsam etwas duster, ich sollte das Licht anmachen. Hier ist so eine Reibefläche für Streichhölzer. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Reibefläche für Streichhölzer sein soll. Ich habe hier ja die einfachen Streichhölzer, die mir mitgeschickt wurden. Oh. Ja, die zerreiben die Streichhölzer. Ich habe hier noch die andere. Kommt noch, ist ein anderes Paket. Aber ich habe hier auch noch so andere Streichhölzer. Vielleicht gehen die. Ja, also ich weiß nicht, da braucht man wahrscheinlich so überall Zündstreichhölzer, um die da anzubekommen. Aber ich glaube schon, dass das eine Reibefläche für Streichhölzer sein soll, diese Funktion. Ja, und dann haben wir ansonsten noch hier einen Gürtelclip. Klönk, klönk. Und, da ist ja noch ein Firesteel dabei. Ja, cool.
Der hat mit der Reibefläche aber nichts zu tun. Dann können wir auch gleich mal testen, inwieweit das mit dem Messer und dem Fire Steel kompatibel ist. Aber das ist ja cool. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Na? Ah, das hat hier noch so eine Fingermulde. Ne, die ist davor schon für wohl nicht gedacht. Naja, okay. Aber man kann nie genug Fire Steels haben. Und ja, notfalls würde ich ihn mit der Klinge anreißen. Vielleicht muss man ihn auch da unten rein. Ne, das wohl nicht. Ja, notfalls mit der Klinge, wie gesagt. Gut, ich bin ja noch am Experimentieren. Und hier gibt es wohl eine Taschenlampe. Jetzt ist die Frage, kriege ich die auch zum Leuchten? Vielleicht ist da noch irgendwas verbaut, was das erstmal verhindert. Steht hier was drauf? Hergestellt für... Nö, gebrauchsanweisungstechnisch steht da nichts. Ja, das würde ich dann auch gegebenenfalls nochmal ausprobieren, ob ich die zum Laufen bringe. Aber ansonsten, ja, herzlichen Dank. Zum Spielen auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Lege ich mal beiseite. Werde ich gleich mal auch zumachen, bevor die sich überall verteilen. Dann, achso, da war noch so eine Gürteltasche dabei, die kennt man, diese einfachen Nylon-Gürtelholster. Ist selten was besonders Tolles, aber oh, Gebrauchsanweisung. Machen wir nachher. So, und jetzt gehe ich kurz Licht anmachen, weil es wird hier zu duster. So, zweite Runde, diesmal mit Beleuchtung. Allzu viel wird es nicht helfen, aber ich gebe mir Mühe. So, hier haben wir nochmal Polstermaterial. und sehr, sehr lecker kleine Ritter Sportschokolädchen. Vielen, vielen Dank. Ja, die mögen wir sehr, sehr gerne. Und das Tolle ist, bei diesen kleinen Sets ist auch immer nur zweimal Marzipan dabei. Dann muss ich Frau einmal, erbarmen, eins zu essen und ich einmal eins. Wir mögen beide nicht so sehr Marzipan. Also jedenfalls nicht den Rittersport-Marzipan. So richtig tolle Marzipans, also so diese krassen, ja, die sind dann schon wieder lecker. Ja? Aber in dem Fall, ich persönlich bin ja Joghurt, mein Favorit. Und Nussplitter auch sehr lecker, Knusperkeks sowieso. Vollmilch ist auch eher was für meine Frau. Also jedenfalls, wird nicht lange leben. Ne? Wir hatten es auch schon gesehen beim ersten Reingucken ins Päckchen. Frau hat auch schon ein bisschen reingespechtet. Und ich muss mich jetzt beeilen, das Dankeschön-Video. Also das Paket ist relativ kurzfristig. Ja? Das ist jetzt noch nicht lange da. Daher sind die Schokolade auch noch übrig. Und ja, das wird sie nicht mehr lange sein. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Gerade im Winter braucht man immer mal wieder ein bisschen, oder wenn es jetzt länger, früher dunkel wird, braucht man immer mal wieder ein bisschen Schokolade. Der gute Heidegeist, das weiß ich noch, ich weiß nicht, wer sich da jetzt angesprochen fühlt. Und ehrlich gesagt, ich habe im Laufe der Jahre mit den vielen Paketen, bei Wiederholungstätern habe ich ein Bild im Kopf, ja, was das teilweise gewesen ist. Das hier ist auch eine Wiederholungstäterkiste. Ja, also herzlichen Dank. Und ich weiß nicht, ob du es warst, der mir schon vor Ewigkeiten den ersten guten Heidegeist hat zukommen lassen, aber so bei einer der ersten drei oder vier Boxen, die ich so gekriegt habe, war ein guter Heidegeist dabei. Den habe ich ziemlich lange aufgehoben, um ehrlich zu sein. Hatte ihn im Rucksack für Notfälle unten drin und erstens sehr stabile Flasche. Zweitens, ja, der Notfall ist irgendwann eingetreten und da war er dann auch sehr, 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 sehr hilfreich. Da hatte ich dann einfach... Bahn, Deutsche Bahn, ja, war auf einer Bahnreise, dass der dann notwendig war, um sich wieder ein bisschen zu beruhigen. Alkohol macht mich nicht aggressiv, eher müde und daher war das genau das Richtige bei 3 Stunden Verspätung oder solchen Späßen. Ja, 3 gute Geister, 3-mal Heidegeist, genau so schauen die aus. Ich glaube, ich werde mir wieder eine Runde reinschmeißen in den Rucksack für medizinische Zwecke, wenn ich das nächste Mal mit der Bahn unterwegs bin. Also in letzter Zeit macht es keinen Spaß. Ja. Ich fahre ja beruflich
Umweltbedenken hin und wieder gerne, eigentlich gerne mit der Bahn. Ich finde Zug schon cool, aber man braucht kein schlechtes Gewissen wegen CO2-Ausstoß und solchen Späßen zu haben. Ist nochmal vom Öko-Level her, ist es eigentlich das Beste, was du machen kannst, tatsächlich Bahn fahren. Selbst wenn du mit dem E-Auto fährst, selbst mit Ökostrom bezankt, dadurch, dass das eben für dich extra produziert worden ist, das dauert sehr, sehr lange, bis das wieder ausgeglichen ist. Und wenn du die gleiche Zeit über die ganze Zeit immer nur Zug fahren würdest, würdest du überhaupt nichts ausgleichen müssen an Produktionskosten, beziehungsweise nur einen winzig kleinen Anteil am Zug, der im Übrigen keinen relativ schwierig herzustellenden Akku besitzt, sondern eben direkt mit Strom in den Zug und zack. Das ist also prinzipiell eine sehr effiziente Art und Weise der Fortbewegung, nur leider nicht unbedingt in der deutschen Ausprägung. Fahrt mal Schweizer Bundesbahn. Oh, ein Genuss. Außer die Ticketpreise ansonsten. Wobei die auch vergleichsweise günstig sind. Die haben die Schweiz subventioniert ja ihre Bundesbahn mit unglaublich viel Geld, damit das Ding noch bezahlbar ist. Und ja, klar, ist arschteuer, aber dafür ist es auch eine gescheite Bahn, anders als unsere. Ich will mich ja nicht bei den Schweizern einschleimen, aber es ist nun mal so. Ja, dann sind hier noch, das habe ich auch auf einem Briefchen gelesen, zwei Schätze dabei. Zwei wirklich, wirklich große Schätze. Und da möchte ich mich also nochmal ganz ausdrücklich für bedanken. Es gibt ja Sachen, da freue ich mich ganz, ganz außerordentlich drüber und ich könnte es mir prinzipiell aber auch selber kaufen. Hin und wieder sind aber auch Sachen dabei, die kann ich mir nicht selber kaufen. Und das sind natürlich ganz besondere Schätze. Das kann selbstgemachtes sein, das kann außerordentlich schönes sein, das selbstgeschnitztes zum Beispiel, also das sind schon, da habt ihr mir zum Teil ja wirklich schon die tollsten Sachen geschenkt, über die ich mich immer noch sehr, sehr freue und die ich an dekorativen Orten aufbewahre. Aber ja, den einen oder anderen wird es nicht besonders verwundern. Insbesondere Bücher sind oft Highlights. Ja, ganz oft. Zum Beispiel eine alte Ausgabe von Hoffs gesammelten Märchen. Wollte ich gerade sagen, Werken trifft es eigentlich eher. Wilhelm Hauff, Kaltes Herz. Und solche Späße, da habe ich mich zum Beispiel außerordentlich drüber gefreut. Oder irgendwelche wirklich alten Bücher oder Sachen, auf die man gar nicht auf die Idee kommen würde, sich das zu besorgen, wie zum Beispiel das Tagebuch von Scott, beziehungsweise die Dokumentation der Antarktis-Expeditionen von Scott in Original sozusagen. Das ist auch super, super toll. Ist auch noch nicht so lange her, dass ich das bekommen habe. Das habe ich gefressen inzwischen. Also das ist richtig inspirierend und man hat das Gefühl, man ist wirklich dabei. So Augenzeugen, Tagebuchaufschriebe vor Ort ist nochmal ganz was anderes als Berichterstattung schön mit tollen Bildern vom ZDF oder sowas. Nichts gegen tolle Bilder vom ZDF, gucke ich auch mal ganz gerne. Aber ja, das Geschriebene ist noch mal, ne? Und dann noch im Original in Englisch, das ist schon toll. Ja, egal. Jedenfalls ein gewisser Rüdiger Neeberg. Wer den noch nicht kennt, der hat definitiv was verpasst. Und er ist ja inzwischen nicht mehr unter uns, sondern irgendwo anders unterwegs und überlebt da vermutlich weiter. Vermutlich. Und wenn nicht, dann hat er ja immer gewitzelt, dass er ein sehr gutes Würmerfutter abzugeben versucht, in der Hoffnung, dass die ihn überhaupt haben wollen mit all den Konservierungsstoffen, die er intus hat und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, jedenfalls ist das hier eins seiner ersten Bücher, nicht das erste, aber definitiv aus der frühen Schaffensphase. Er hat zwar schon eine Mütze auf, aber man sieht ihm an, er ist noch relativ jung. Und also ganz, ganz toll. Ich persönlich bin nämlich zu jung, um Bücher aus dieser Phase zu haben. Und da mein Vater nicht wusste, dass ich den später mal toll finde, den Rüdiger Neeberg, konnte er mir das ja auch nicht zurücklegen. Von 1989 erschienen. Ja, also vermutlich in Westdeutschland. Und das Coole ist halt, mit Autogramm. Und das kann ich mir nun wirklich nicht selber kaufen, beziehungsweise für viel Geld dann vielleicht schon irgendwo. Aber der Mann ist inzwischen ja nicht mehr am Leben. Das heißt, neue Sachen signieren tut er nicht mehr. Was bedeutet, dass ein signiertes Buch, das ich bisher nie hatte, ich habe diverse Neeberg-Bücher, aber ich habe es nie geschafft, beziehungsweise ich habe mich, als ich noch jung war, nicht getraut, zu dem Mann zu gehen und mir ein Autogramm in sein Buch schreiben zu lassen. Und später bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen, noch
noch bei irgendeinem Nähberg-Beitrag, Vortrag gewesen zu sein, weshalb es mich dann doch jetzt sehr freut, dass ich jetzt auch noch ein signiertes Exemplar habe und dann auch noch das berühmte Survival-Training. Das habe ich immer erwähnt gefunden in anderen Büchern vom Nähberg. Ich habe das aber noch nicht mal. Ja, also es ist nicht nur wegen dem Autogramm spannend, sondern weil ich das Buch noch nicht mal habe. Du hast also wirklich einen absoluten Glücksgriff gemacht, mir dieses Büchlein zu schenken. Da freue ich mich ganz außerordentlich drüber, insbesondere so diese ganze Survival-Sache. Ja, alles, was Nähberg macht, ist wirklich bewundernswert und ich lese all seinen Kram gerne. Aber am liebsten mag ich wirklich noch seine Survival-Bücher, die kann man einfach vergessen. Da lernt man jedes Mal noch was Neues dabei, was Neues, Altes sozusagen. Und wenn nicht, hat man was, wo man noch ein bisschen drüber nachdenken kann. Manches ist ja auch nicht mehr aktuell. Ja, das ist 40 Jahre her, noch ein bisschen länger. Da 89? Ne, stimmt nicht. Stimmt nicht. 33 Jahre her dann halt. Aber nichtsdestotrotz, da hat sich schon ein bisschen was getan. Ja, und Nähberg war ja kein Wissenschaftler, kein Arzt und Ähnliches. Und der hat halt eben das genommen, was er an Infos gekriegt hat. Er war sicher sehr, sehr gut im Recherchieren. Keine Frage war er das. Aber ja, mitunter kann man mit heutiger Methodik und mit der Tatsache, dass Survival auch mehr Mainstream angekommen ist und nicht nur so ein Hobby einiger weniger gewesen ist, kann man da auch einfach heute viel mehr Informationen zu heranziehen. Es gibt mehr, die das machen, es ist einfach mehr bekannt. Ja, das kann man dem Mann selbstverständlich nicht vorwerfen, aber trotzdem, ich finde es immer, die Art und Weise, wie das Ganze präsentiert ist, der Schreibstil vom Nähberg absolut einmalig, auch in den alten Büchern schon, sein Humor absolut nicht von dieser Welt gefühlt. Also ich glaube, bin ich ein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt genau zwei Personen, von denen ich ein Fan bin, in Anführungszeichen, die ich so ein bisschen vergöttere. Der eine ist der hier und der andere Alexander von Humboldt. Ja, beide tot. Ja, das Fan von toten Leuten zu sein, ist immer ganz nett, weil die können einen nicht mehr enttäuschen. Da muss man sich keine Gedanken über sowas mehr machen. Man kriegt aber halt auch kein Autogramm mehr. Vom Humboldt erst recht nicht. Gut, also aber wirklich toll. Wirklich ganz, ganz toll. Da freue ich mich außerordentlich. Ebenfalls außerordentlich freue ich mich, wenn auch nicht ganz, ganz so sehr, weil, wie gesagt, Nähberg ist, ja. Aber das wusste ich nämlich überhaupt nicht. Und dass du mir da eine Bildungslücke gestopft hast, bin ich auch außerordentlich dankbar und freue mich auf die Literatur von Hans-Otto Meisner, Die überlistete Wildnis, vom Leben und Überleben in der freien Natur. Und das ist tatsächlich auch ein Survival-Buch in gewisser Weise, auch wenn es nicht Survival heißt, der Begriff fällt nicht. Ja? Meines Wissens tut er das nicht. Ich habe jedenfalls bisher noch nicht rausgefunden, wo das... was Pfadfinder oder Teilnehmer eines Überlebenstrainings nennt man es dann, ne? Aber dieses berühmte Survival steht hier, glaube ich, so noch nicht drin, brauchen und von also wirklich klasse. Also ein ganz frühes deutschsprachiges, wohlgemerkt, Survival-Büchlein quasi. Was war denn das Datum? Hier 82. Ja? Also nochmal 7 Jahre vorm Survival- bzw. Überlebenstraining vom Nähberg. Survival-Training heißt es tatsächlich. Ja, er hat also den Begriff Survival ja auch genommen und hat ja auch den Begriff Survival als solchen in Deutschland ganz, ganz stark geprägt. Aber nichtsdestotrotz, auch hier sind die wesentlichen Sachen drin. Was ist Survival? Ups, da steht es ja doch. Okay, den Begriff Survival wurde ich also aufgewendet. Ich muss es ja erst noch lesen. Paket ist neu. Also, wenn ich Sachinformationen in einem Dankeschön-Video raushaue, die dürft ihr schon kritisch hinterfragen. Die sind häufig nicht recherchiert. Und daher, das war jetzt tatsächlich Murks. Aber Funke und Feuer, Wasser in Wildnis und Wüste, Wasser finden in der Wüste, ein Klassiker, ja, beziehungsweise Wassergewinnung in der Wüste. Da habe ich tatsächlich im Rahmen von Seven vs. Wild ja auch schon ein bisschen was zu erzählt. Nahrung ist überall, das halte ich für etwas übertrieben, aber die Jagd ohne Waffen, auch Fische sind zu haben, Verstand gehört zur Jagd, primitive und moderne Waffen, Küche ohne Komfort, wie man sich anzieht, spannend. Das Ganze hat tatsächlich sage und schreibe 361 Seiten bis zum Register und mit hübschen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, will ich aus Sicherheitsgründen lieber keine in die Kamera halten, ist ja mal Urheberrecht und so weiter und so fort. Und auch das werde ich auf jeden Fall fressen. Also vielen, vielen Dank. Sobald ich mit meiner schönen geistigen Literatur, die ich gerade Fantasy, meinen üblichen Schinken, durch bin, wird das auf jeden Fall eine ganz ausgezeichnete Winterlektüre. Da macht mir eine ganz große Freude. Also diese beiden Bücher, wirklich großartig. Da bin ich total begeistert.
So, jetzt, dann haben wir hier, ich wage zu bezweifeln, dass ich mehr hinkriege als Rauch, aber ein Bowdrill bzw. Feuerbohrset bestehend aus dem Bohrbrettchen, also hier draus soll man, ne, da sind schon diverse Versuche gestartet worden, hier soll man tatsächlich dann irgendwie Glutnester erzeugen. Hier haben wir das, was dann gedreht werden soll, und hier unten, ne, da, zack, 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 dreh, 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 und dann soll es heiß werden, und das ist, glaube ich, hier das Brettchen zum Drehen, und dann gehört dann noch dieses Teil dazu, weil dass man wahrscheinlich hier irgendwie auf die Spindel draufsetzen muss und da muss die Strippe wahrscheinlich hier dazwischen, das hat sogar noch Kugellager, damit sie es einfacher dreht. Also auf gut Deutsch, das ist der Versuch, einem Depp im Feuerbohren, so wie mir, alles an die Hand zu geben, um Feuerbohren doch noch hinzubekommen. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht wirklich eine Ausrede mehr, um nicht mal doch noch Feuerbohren zu versuchen, vielleicht auch was Schönes für den Adventskalender. Ich erzähle euch ja immer, ich kann das nicht und bin da wahrscheinlich technisch einfach viel zu ungeschickt für. Da bin ich auch voll und ganz davon überzeugt, aber versuchen kann ich es ja trotzdem. Ich konnte früher auch noch keinen Fahrradschlauch wechseln, kann ich inzwischen auch. Hat lange gedauert und hat viel Übung und Arbeit bedurft und hat beim ersten paar Mal machen jeweils ein paar Stunden gedauert. Aber nachdem ich dann genügend platte Reifen hatte auf dem Weg zur Uni, zwischen Wohnort und Uni während des Studiums, war ich in meiner Bestzeit tatsächlich bei circa 12 Minuten, um mal eben einen Fahrradschlauch auszutauschen. Ja, also ja, kann man lernen, kann man, selbst ich als technischer, nur Daumenbesitzender oder gar keine, je nachdem, sucht es euch aus. So, dann haben wir hier noch der Text, den er mir dazu geschrieben, den du mir dazu geschrieben hast, ist auch großartig. Riecht ein bisschen eigenartig, schmeckt wahrscheinlich nicht, aber hey, es ist ein Zirbenlikör, es ist vom Baum, das musst du interessant finden. In der Tat finde ich sehr, sehr interessant. Hab's noch nicht aufgemacht, werde aber zumindest mal riechen und darf ich aus der Flasche trinken? Das kommt irgendwie komisch, aber mache ich jetzt trotzdem. Oh, also geruchlich erinnert einen das sofort an den Afen bzw. Zirbenwald. Ja, Zirbenkiefer bzw. Zirbelkiefer oder Arve, je nachdem woher man kommt. Pinus zembra ist ja eine der tollsten hochalpinen Baumarten, die Europa zu bieten hat. Ich war mal im Gott de Tamangur, dem ältesten noch vorhandenen vollständigen Afenwald der Welt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, da muss man mit solchen Superlativen immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ein wirklich wunderschöner Wald. Gibt Zirbenurwald oder Afenurwald, habe ich es glaube ich genannt. Gibt ein Video dazu, müsste man über die Suche finden können. Einer der schönsten Wälder, die ich jemals gesehen habe. Ist also irgendwo mindestens in der Top 3 anzuordnen bei besonderen Wäldern. Ja, und die dazugehörige Pflanze, die ist hier in dieser Flasche. Oh. Ja, also riecht fein, riecht wirklich fein. Dieser harzige Geruch, genau eben dieser Afengeruch kommt durchaus durch. Ich bin ja kein großer Likörtrinker und zum Wohl. Oh. Also, interessant, ja, interessant, hat gar nicht so viel Alkohol, bloß 16%, bloß, ne? Aber geht. Da ich ja auch Whisky mit 45 noch schmackhaft finde, ist 16 eigentlich ganz mild. Ja, ich werde mir mal noch eine weitergehende Meinung dazu irgendwann herausbilden. Ist wahrscheinlich jetzt wirklich nichts super Hochwertiges. Aber Zirbenlikör ist schon spannend. Ja? Also dieser leicht harzige, sowohl im Geruch als auch im Geschmack, merkst du diesen gewissen Nadelholz, Harzanteil. Und ich würde das tatsächlich so geruchlich irgendwie ein bisschen mit der Zirbe in Verbindung bringen wollen. Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Tolles Getränk. Ja? Also mindestens aus akademischen Gründen freue ich mich drauf, das noch ein bisschen näher zu verköstigen. Bin mal gespannt, was Frau davon hält. Die ist ja kein Fan von allem, was mehr als 6, 7, 8% Alkohol hat. Aber
Möglicherweise könnte sie damit was anfangen. So, und dann kommt die magische Kiste zum Vorschein. Oh, ich sehe gerade, hier ist zu dem Boatwill-Set gibt es noch eine Gebrauchsanweisung. Das ist sehr gut, das werde ich brauchen. Also du hast mir ja im Grunde hier einen ganzen Haufen Krempel für Videos geschickt. Das ist großartig. Ja? Also da freue ich mich doch sehr. Insbesondere da der Adventskalender, als habe ich schon zum 5. Mal erzählt, ansteht. Und es wird tatsächlich nicht unbedingt einfacher, sich Themen für den Adventskalender einfallen zu lassen. Ich habe ein paar Veränderungen dieses Jahr vor. Schlicht und ergreifend dahingehend, dass ich mich nicht mehr auf mich auf Winterthemen konzentriere. Die sind durch. Beziehungsweise vielleicht fällt mir hier und da nochmal eins ein. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt mit zweimal Adventskalender mit vor allen Dingen Winterthemen, die wesentlichen Winterthemen durch. Ja, der Winter ist halt die Zeit, wo im Wald nichts passiert. So viel kannst du da gar nicht zu erzählen. Es ist mit Abstand die langweiligste, in Anführungszeichen, Jahreszeit, die mit der absolut höchsten Mortalität, und viele Tiere wie Pflanzen überleben den Winter nicht, aber das ist meistens eine nicht besonders actionreiche Angelegenheit, dieses Erfrieren. Ja. Das passiert, und das habe ich jetzt auch erklärt gehabt, bereits im ersten Adventskalender, wie Erfrieren eigentlich abläuft. Und ja, da gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Und drum werde ich diesmal einfach allgemeine Themen, ein paar kleine Spaßigkeiten, ein paar bisschen wissenschaftlichere Sachen, ein paar bisschen Naturerkundungssächlichen, sowas in die Richtung, darauf wird es hinauslaufen. Ne? Und wenn mir noch irgendeine Idee für irgendeinen kleinen Blödsinn und ein bisschen Ausrüstung kommt, war ja auch bisher immer Teil des Adventskalenders, dass man auch noch ein kleines bisschen Ausrüstung macht. Da hast du mir ja dankenswerterweise jetzt ein bisschen was an die Hand gegeben. So, ich habe keine Ahnung, was in diesem Koffer ist. Ich habe wohl gesehen, dass da so ein krasser Koffer, der ist auch relativ schwer, allerdings auch nicht so schwer, dass ich ihn nicht mit einer Hand hier fröhlich durch die Gegend wirbeln könnte. Habe wohl gesehen, dass der da drin ist, habe aber keinen Plan, was das ist. Also, Survival-Koffer, keine Ahnung. Gucken wir mal rein. Geht schon mal ganz gut auf. Kerslong. Da ist eine Schaufel abgebildet und ein Gebirge. Naja. Aha. Riecht schon mal sehr fabrikig. Ja. Diverses Polstermaterial. Eine Gebrauchsanweisung. Die lesen wir jetzt nicht. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Wir sehen ein Schaufelblatt. Wir sehen des Weiteren hier oben, ganz oben ist offensichtlich der Griff von der Schaufel, und dann vermute ich mal, dass es sich hierbei um so einen Survival-Steckspaten handelt. Zumal ich hier auch bereits sehe, hier gibt es so einen Kompassknopf, und ja, es handelt sich definitiv um einen Survival-Steckspaten. Habe ich schon gesehen, das sind so ja quasi zusammenschraubbar in verschiedenen Teilchen Spaten mit alternativen Teilen, die du dran schrauben kannst. Häufig noch mit so kleinen Sächlichen, die man in den Griff reinschrauben kann. Herrliches Spielzeug. Also wenn das das ist, dann schon mal vielen Dank. Sowas wollte ich schon immer mal... Ich wollte schon immer mal geschenkt bekommen. Weil wenn ich sowas kaufen würde, würde mich Frau killen. Daher, ja, optimal gelaufen. Also, wir haben hier jetzt so ein Griffsegment. Wenn ich das richtig interpretiere, kann ich in dieses Griffsegment jetzt verschiedenen anderen Krempel reinschrauben. Das hier soll wohl wahlweise eine Gehhilfe sein. Oder... als Nahkampfangriffswaffe, also kabutanmäßig gedacht sein, keine Ahnung. Und wie kriege ich die jetzt hier rein? Da kriege ich die reingeschraubt. Jetzt ist die Frage, kriege ich den Spaten denn auf die andere Seite reingeschraubt? Tatsächlich, das geht schon mal. Wäre jetzt ein bisschen kurz, aber würde so gehen. Ja? So, jetzt kann ich die Zombies angreifen und sie hier mit Ich machen und hier mit Önk machen und Puff, 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 und dann sind die Zombies alle kaputt. Ja, das sah jetzt bestimmt sehr qualifiziert aus. Hat Spaten an sich, wirkt gar nicht mal so unsolide, muss ich sagen, insbesondere da jetzt hier der Stiel hier quasi bis da runter geht. Hier wäre er klappbar, wenn man ihn dann aufschrauben... Das ist das Prinzip wie beim Bundeswehrklappspaten. Man kann hier dieses Schräubchen runterschrauben
und dann kann man den auch klappen und dann lässt er sich natürlich erheblich einfacher transportieren erstens und zweitens, was sicherlich auch geht, das ist ja cool, das ist ja cool, ist ihn in so einer halb geklappten Position zu fixieren, dann hat man eine Hacke, die übrigens zum Ausheben von Bodenprofilen sehr, sehr praktisch sein kann. Cool, ja, das ist definitiv cool. So, wir haben hier eine Sägezahnung. Ja, die ist auch scharf, die sollte eigentlich sägen, müsste ich dann mal testen. Wir haben hier so eine Art, ja, Klinge in Anführungszeichen, zum Wurzeln durchhacken wahrscheinlich. Und Spaten selber ist jetzt nicht direkt scharf, also schon scharfkantig, läuft auch schön spitz zu und ja, macht eigentlich einen guten Eindruck. Wirkt erstaunlich robust, hat hier noch so zwei Kanten, die da zum Fuß draufstellen. Und ja, ja, werde ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwie videofizieren. Ne? Cool, ja, also der wirkt erstaunlich, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, weil ich gehe davon aus, dass die meisten dieser Survival-Spielerei-Tools, ja letztendlich, sind wir mal ehrlich, das ist eine Spielerei, wenn du einen gescheiten Spaten haben möchtest, dann ist das ein Spaten, Punkt. Ja, der hat noch Möglichkeiten, durchgehenden Griff oder sowas, selbst der Bundeswehr-Klappspaten, der fast nicht kaputt zu kriegen ist, der wiegt aber dafür halt auch eine Tonne. Ja, und das muss man irgendwie bezahlen. Also wenn es was Rechtes sein soll, gerade als Spaten eine gewisse Qualität haben soll, dann muss man bezahlen, nicht unbedingt in Geld, sondern in Form von Gewicht, in Form von Robustheit. Und das wird dann einfach a schnell, a schwer. Und das Ding hier ist vergleichsweise leicht. Ne? Aber wirkt jetzt nicht billig. Wirkt nicht, ich habe keinen Schimmer, was sowas kostet. Überhaupt nicht. Ja? Wirkt aber wirklich überhaupt nicht billig. Im Gegenteil, qualitativ hochwertig verarbeitet. Ich erkenne hier jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie... Also zumindest der Spaten, schon mal cool. Auch hier dieser Schlagdingerich wirkt recht robust. Nicht, dass ich den bräuchte. Man kann alternativ zum Schlagdingerich, also meistens will ich ja keine Zombies kaputt kloppen. Ich treffe diese selten, die Zombies. Man kann alternativ noch diesen obligatorischen Kompassknopf dran schrauben. Ah ne, der passt da jetzt gar nicht rein. Das ist interessant. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich den dann reinschrauben soll, aber hier passt er jedenfalls nicht rein. Hm, vielleicht woanders. Gut, gucken wir mal weiter, was noch im Körperchen ist. Aha, hier haben wir noch zwei Verlängerungssegmente. Und ich zeige euch das hier mal. Das Zubehörset. Ja, ich weiß, das Licht ist ein bisschen suboptimal. Ich habe einfach hier nicht mehr Licht in der Bude. Wir ziehen übrigens demnächst um. Danach wird sich da in dieser Hinsicht vielleicht das eine oder andere ändern. Ja, jedenfalls, ja. Was kann ich jetzt hier dieses Kompassteil anschrauben? Mal gucken. Nein. Aha. Das ist relativ cool. Wir haben hier einmal Gewinde. Innen drin ist aber nochmal ein Gewinde. Und in das Innengewinde kann ich jetzt mein Kompassgedönse da reinschraubseln, wenn ich das richtig interpretiere. Aber was mache ich dann mit dem Außengewinde? Ja. Moment, nee, muss ich das mit dem Außengewinde? Ah, nee, das Außengewinde wäre jetzt, um das hier hinzuschrauben. Wenn ich da vorher den Kompass reingeschraubt habe, dann kann ich das da ja nicht mehr hinschrauben. Aber theoretisch könnte ich hier jetzt den Kompass... Ich glaube, ich sollte auch da die Gebrauchsanweisung lesen. Und bevor ich euch jetzt wirklich irgendwann mit Details nerve und langweile... Das wirkt schon so, als wäre da noch ein Gewinde innen drin. Aber woanders passt der auch nicht rein. Kann ich denn da dann vielleicht hier sowas reinschraubseln? Aha... Aha, guck mal, ganz gefährlich. Die Messerklinge mit Kapselheber, zu Deutsch Flaschenöffner, ist, ja doch, oh, ja, ja, ist ganz ordentlich scharf. Also jetzt nichts Außergewöhnliches, aber gebrauchsscharf, kann man schon was mit tun. Ja, hat auch noch eine Sägerückseite, das ist mehr eine Raspel als eine Säge, wobei, ja, mal gucken. So, jetzt kann ich das eben da reinschrauben. Und das Schöne ist, jetzt kann ich das hier in die Schaufel reinstecken. Und dadurch, dass das eine im Innengewinde sitzt und das andere im Außengewinde, das ist ja schon zugegeben recht cool, kann ich mir das jetzt in den Griff schrauben, habe eine Schaufel mit einem integrierten Messer. Und hier hinten drauf kann jetzt immer noch, nein, nicht der Kompass, aber der Anti-Zombie.
der Anti-Zombie-Nopsel. Den könnte ich jetzt auch noch drauf machen. Und so ist das auf jeden Fall, ne, also für jeden Panzergrenadier eine durchaus angenehme Spatenlänge. Der Panzergrenadier, von dem ich nicht spreche, ich bin ja keiner. Ne? Ich bin ja bloß Objektschütze der Luftwaffe. Ganz Bundeswehr-Light, ne? Ganz ein harter Krieger. So, wir haben jetzt noch ein drittes Teil. Das gibt dann einen doch erstaunlich langen Spaten, muss ich sagen. Und mit Geschmack ist geschwungen, kann man damit, denke ich, schon einen gewissen Schaden am Zombie. Ich entschuldige mich schon mal bei all meinen weiblichen Zuschauerinnen für so einen Blödsinn. Aber wir Männer mögen das, glaube ich. Also manche von uns. Nicht die ganz Intellektuellen. Zu denen zähle ich ja auch nicht. Also das wirkt sehr cool. Ja, doch, muss ich sagen. Und wenn man da noch so ein Messerchen eben eingebaut hat. Und ich kann jetzt beim ersten Segment geht es nicht, weil da ist ja die Schaufel, da kann man nichts mehr reintrauben. Aber beim letzten Segment müsste ich eigentlich auch nochmal ein lustiges Tool verstecken können. Zum Beispiel, was habe ich denn hier noch? Lass mal gucken. Ich habe hier noch einen Firesteel, auch sehr schön. Ja, den müsste ich zum Beispiel, kann ich den? Ne, der hat ein ganz kleines Gewinde, der hat auch eine Pfeife. Ja, der hat aber ein ganz, ganz dünnes Gewinde. Keine Ahnung, wo man das dann reinschrauben muss. Passt das ins Innere vom Kompass? Tatsächlich. Ah, das ist ja auch raffiniert. Oder zumindest wirkt es, als würde das da reinpassen. Oder in den Anti-Zombie-Plug. Ja, nee, da passt das rein. Genau, das kommt in den Anti-Zombie-Dingerich. Ja, cool. Das ist ja raffiniert. So, dann kann ich hier also jetzt noch verstecken, wahlweise, ein Buttermesser. Das ist wohl tatsächlich ein Buttermesser. Ja? Feldbesteck quasi. Das ist sehr cool. Ich habe gar kein richtiges Feldbesteck in dem Sinne. Ja? Also schon gar kein Messer. Und was ich auch richtig lustig finde zum Würstchenbrutzeln, eine Gabel. Oder für die Currywurst. Dann nehme ich einfach jedes Mal, wenn ich Currywurst essen gehe, meine Schaufel mit. Und habe dann meine Currywurstgabel schon gehabt. Entschuldigung. Ja, etwas absurd, aber no, warum eigentlich nicht? So, und die kriege ich jetzt theoretisch hier rein? Nee, kriege ich andersrum. Aber nee, die kann ich da jetzt nicht reinschrauben. Das Messer kann ich auch nicht. Also es ist wohl wirklich nur diese Messerklinge, das, was man da wirklich mitten in dem Ding versenken kann. Die anderen Sachen, die kann man wohl so rum reinschrauben, aber leider nicht andersrum, wenn ich das richtig interpretiere. Wobei, aha, warte mal. Nee, doch nicht, ne? Aber es kann mich nichts davon abhalten, das Zeug einfach da reinzuschmeißen in die Röhre. Ja, das wiederum geht. Also man kann das schon zu Transportzwecken. Ja, ich muss da noch rumexperimentieren. Ich mache an der Stelle jetzt mal Schluss. Aber gut, es ist ja auch nicht so wichtig, dass ich da noch Messer und Gabel dabei habe. Jedenfalls mit Messerklinge, mit kleiner Säge. Beziehungsweise eine kleine Säge ist ja auch an der Spatenkante selber dran. Plus dem Anti-Zombie-Klopfer und einem Firesteel. Das lässt sich soweit schon mal zusammenbauen. Blönk. Ja, doch. Und hat wirklich eine gute Länge, muss ich sagen. Cool. Probiere ich mal aus, ob ich damit ein Bodenprofil graben kann. Habe ich sowieso vor. Sehr, sehr cool. Also vom Spaßfaktor her ist das ein tolles Werkzeug. So, jetzt habe ich beim Hochheben eben gesehen, da ist sogar noch was drunter. Ja, tatsächlich. Da gibt es nämlich noch einmal einen Gummiring. Keine Ahnung, wofür der da ist. Ja, das werde ich noch in der... Ein Ring, sie... Nein. Seht ihr mich noch? Das war nicht der Ring, der macht gut. Und wir haben hier noch ein kleines Äxtlein. Das ist tatsächlich ein bisschen klein, ne, gefühlt. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, inwiefern das in der Lage ist, nennenswert zum Holzspalten verwendet zu werden. Vielleicht ist das auch mehr so, wie so eine, als Kampfaxt gedacht. Cool ist aber hier die Rückseite, die ist auch leicht scharf. So ein bisschen spitzhackenmäßig, mit der man sich einen Tunnel graben kann zwischen Wald und dem eigenen Keller. Wer dieses Video zufällig noch kennt. Da müsste ich eigentlich mal ein Re-Upload machen von dem Teil. Ja,
sehr, sehr cool. Da kann man alternativ Griffteile, vom Gewinde her kann man Griffteile alternativ statt an die Schaufel auch hier dran schrauben. Oder man macht einfach beides. Man hat dann eine kleine Schaufel und kann mit der anderen Hand zweihändig auf die Zombiejagd gehen. Ich glaube, ich höre an der Stelle auf, bevor ich mich jetzt noch völlig lächerlich mache. Aber ganz cooles Spielzeug. Ganz, ganz cooles Spielzeug. Vielen herzlichen Dank. Dieser Koffer ist auch sehr, sehr cool. Weiß nicht, ich werde den, glaube ich, weniger zum Transport von Axt und Schaufel verwenden, als mehr für irgendwelche anderen Dinge. Also da hast du mal das ist ein sensationelles Paket, muss ich sagen. Ja. Also nicht, dass die anderen, ich freue mich über alles. Ich freue mich grundsätzlich über alles, wirklich. Das meine ich absolut ernst. Aber das ist schon ein ziemlich sensationelles Paket gewesen. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich habe bald Geburtstag. Von daher, ja, herzlichen Dank. Gut, jedenfalls, was habe ich denn noch? Eine Sache habe ich noch, eine ganze kleine, dann haben wir aber auch. Nicht den Kompassknopf vergessen, beziehungsweise verlegen. Es kam noch ein kleines Paket, das ist auch schon länger da, nämlich eins mit diversen Streichhölzchen. Schön drapiert in dieser Plastikhülle. Ich habe gerade gesehen, beim Rumprobieren, also die äußeren Schachteln, die hier oben waren, die funktionieren leider nicht sehr gut. Die Streichhölzer zünden nicht gut. Aber das sind Sturmstreichhölzer aus der Schweiz. Safety Storm Matches. Ich würde mal eins versuchen anzuzünden. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem. Die sind halt sehr safety. Also sicher sind sie definitiv. Das Problem ist, manchmal zünden sie nicht gut. Und man hat mit relativ wenigen Streichhölzern, eben weil die nicht gut zünden, seine Reibefläche an der Packung auch schon ja, plus minus ruiniert. Das heißt, es gehen einem wahrscheinlich die Reibeflächen aus, bevor einem die Streichhölzer ausgehen. Das ist kein Weltuntergang. Und ich freue mich trotzdem, wenn sie brennen, brennen sie auch sehr, sehr gut. Gucken wir mal. Ja, genau das meine ich, ja. Also sie machen Gestank und das nicht zu knapp. Und sie funken, aber sie entzünden sich nicht. Und ich habe schon in meinem Leben ein paar Mal ein Streichholz bedient. Das mag vielleicht nicht die beste Technik aller Zeiten sein, um ein Streichholz anzureißen, aber... Ja, und in dem Moment ist jetzt auch schon die Reibefläche im Eimer. Also die Mitte der Reibefläche ist bereits kaputt. Also ich möchte mich ja nicht beklagen, wirklich nicht. Dankeschön für das Geschenk. Und einige Streichhölzer klappen auch ganz gut. Ich versuche einfach mal ein anderes. Aber manche Packungen, die scheinen mir, vielleicht sind sie ein bisschen alt. Nichts gegen alte Streichhölzer grundsätzlich, aber das könnte eine mögliche Erklärung sein. Ja, auch da... Die Flammen quasi einmal auf. In dem Moment hat man sich die Spitze hier mehr oder weniger ruiniert. Hätte jetzt anfangen sollen zu brennen. Und ist dann nur noch ganz schwierig möglich, an einer anderen Stelle da überhaupt noch mal einen vernünftigen Funken zu erzeugen. Und brennen tut da eben nichts. Nochmal eine andere Packung. Ich will jetzt auch nicht alle anreißen. Kann man sich also mit einem Streichholz mehr oder weniger die Reibefläche schon verhunzen. Also sei mir nicht böse, ich freue mich ja trotzdem wirklich sehr über Geschenke in jedem Fall. Nur, ja, das wusstest du wahrscheinlich eben auch überhaupt nicht. Die sind jetzt ja ein bisschen schwierig in der Anwendung. Ne? Aber wirken ansonsten sehr, sehr toll. Und wenn mal eins brennt, ich habe auch schon zwei, drei angezündet bekommen, dann brennen sie auch relativ lange und dann auch sehr sicher und alles super. Nur der Anzündprozess ist ein bisschen schwierig. Aber was da auch noch dabei war, und das ist hingegen ganz, ganz toll und davor, in jedem Fall nur noch ganz, ganz toll, nämlich so Dochte. Und die kann ich ganz wunderbar brauchen für meine winterlichen bzw. spätherbstlichen, bis frühes Frühjahr mäßigen Videos, wo ich dann halt gerne auch mal im Dunkeln irgendwo im Walde hocke, einfach weil es Licht fehlt. Und dann baue ich mir gerne solche einfachen Joghurt oder Pudding oder was auch immer Gläser, schmeiß da Petroleum rein, da drin hängt auch ein Docht und im Prinzip ein Molotow-Cocktail mit dem kleinen Unterschied, dass man sich hier noch ein Loch in den Deckel macht, dann da einfach den Docht rausgucken lässt und schon hat man eine einfache Öllampe. Das kostet fast kein Geld, Lampenöl ist nach wie vor relativ günstig. Es gibt ein schönes, angenehmes, warmes Licht und nicht irgendwie LED-Scheinwerfer und solche Späße könnte ich ja prinzipiell auch verwenden. Wäre eigentlich für dieses Video auch ganz gut gewesen. Ne? Hinterher ist man immer schlauer.
Und ja, jedenfalls doch, da habe ich nur noch den einen, der da drin ist. Und ansonsten habe ich keine mehr. Daher kommen die wie gerufen, weil mit denen habe ich jetzt auch wieder mehr Docht und kann die für den Zweck verwenden. Und tipptopp, alles bestens. Das wird eine ganze Weile reichen. Nämlich einige von den Dingern. Ne? Ja, also vielen Dank auch dafür. Das hat jetzt, wie gesagt, eine ganze Weile gedauert, bis ich dazu gekommen bin, endlich ein Dankeschön-Video zu machen. Es ist jetzt auch ein ziemlich langes Dankeschön-Video und für den einen oder anderen höchstens als Einschlafhilfe zu gebrauchen, denke ich mal. Aber diejenigen, die mir was geschickt haben, sollten halt auch einfach die Möglichkeit haben, dass ich mich für das Geschickte auch ich sollte die Möglichkeit haben, mich bei euch so rum ausführlichst zu bedanken. Und ich hoffe, das habe ich jetzt ausreichend getan. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Auch vielen herzlichen Dank selbstverständlich an alle anderen für mein Zeugs gucken. Und ansonsten auch sonst irgendwie fürs die Treue halten. Und gerade zur momentanen Zeit bin ich da auch außerordentlich dankbar dafür, dass ihr das tut. Ja? Ihr wisst, glaube ich, was gemeint ist. Ne? Inflation und so weiter und so fort. Gut, also. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit irgendeinem Waldinhalt. Macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ja, tschüss.